Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, feinen Video. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr fragt ja immer, zockst du auch neue Sachen? Ja, tue ich. Und ich habe jetzt endlich die Retail-Version von Genesis' Twisted Dreams. Da gibt es, glaube ich, irgendwie spezielle Kostüms und was weiß ich nicht dabei. Und was ganz toll ist, ich starte mal einfach, dann hört ihr das lauter. Ich starte mal einfach das Abenteuer. Lass mal eben kurz das Intro laufen, so. Großartig spannend ist das Intro nicht. Ihr seht, das ist wieder der bekannte Edelstein. Wer Genesis das nicht kennt, Edelstein war auch nicht gut im ersten Teil. Auch nicht im DS Remake oder Reimagination, wie auch immer man das nennen möchte. Und wenn ihr etwas Schönes hört, was diesen Titel auch wieder auszeichnet, wie eben schon das C64 bzw. Amiga Original. Das zwar nur ein böser Mario-Klon war, aber ein verdammt guter Mario-Klon. Genießt einfach die Musik. Ja, das ist der gute alte Chris Hülsbeck. Wer also die Retail-Version hat, der kriegt tatsächlich auch den kompletten Soundtrack des Games. Und das kann ich vorwegnehmen, der ist nicht schlecht. Ich lasse jetzt gleich mal das Spiel ein bisschen für sich selber reden. Dann seht ihr gleich, was es ist. Es gibt eine Menge Sachen, die man hier machen kann. Ich glaube, es gibt 24 verschiedene Level. Ihr seht, springen ist, ne? Klassisch mit oben. So, sammeln wir mal ein bisschen was ein. Ihr seht, ne? Grafisch ist das jetzt nicht unbedingt schlecht. Also das würde ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen. So, da lernen wir jetzt springen. Und natürlich, es ist ja kein Mario-Klon. Wir können auf die Gegner springen und machen sie damit, ja, bewegungsunfähig. Natürlich töten wir sie nicht, wir schlicken sie nur schlafen. Schließlich ist das ja hier auch eine Traumsequenz, ja. Sigmund Freud hätte, glaube ich, viel Spaß daran. Na komm, hier runter. Jenna, trau dich. Ihr seht aber gleich noch auch noch was anderes, was diesen Titel ausmacht. Ich glaube, jetzt kommt das schon. Denn es gibt hier nicht nur eine Traumwelt, sondern es gibt auch hier eine Realwelt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon kommt, dass man die jetzt schon betreten kann. Also Level 1 ist, wenn man so ein reines Tutorial. Mehr habe ich auch noch nicht gesehen von dem Spiel, deswegen dachte ich mir, dann machen wir das gleich schon. Kriegt man den denn? Mit A? Ah, genau. Jetzt kann man wechseln. Ha! Da ist dann Punk Jenner! Aber trotzdem, wie kriegt man den da unten? So, wir sammeln mal wieder ein bisschen was ein. Ach, wahrscheinlich kann ich, wenn ich so rumgehe, den einsammeln. Ja gut, dann mache ich das doch mal. Ist doch mal eine Idee. Joa. Zum Beispiel seht ihr hier, was die Brücken angeht. Ich kann das mal einfach zeigen, wenn ich mich jetzt verwandle. Ist die Brücke weg. Ist die Brücke wieder da. So, komm. Dann gehen wir mal kurz die Brücke hoch. Okay. Man kann hier sogar sterben. Ja, schön, dass ich das live mache. Weil gerade bin ich natürlich nicht gestorben. Wir können ihn da jetzt nicht finden. Achso, wahrscheinlich wieder andere Welt, ne? Ja. Klar. Hier seht ihr zum Beispiel einen Unterschied. In der Welt sind die da. In der Traumwelt sind die da. Und ihr seht den Unterschied der Brücken. So, dann sammeln wir alles ein. Wir sind hier ein alter Gierschlund. Ist auch schön, dass die Musik sich ändert. So, wie kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Ist da ein Weg? Ja, aua. Das ist der zweite Tod, ne? Ja. Beim Anspielen bin ich nicht ein einziges Mal gestorben. Das brauche ich nicht erwähnen, das ist normal. Kennt ihr das Gefühl, dass es langsam peinlich wird? So, kann ich wieder runter, hoffe ich. Genau. Ich will das auf jeden Fall alles einsammeln. Also der Soundtrack ist nur zu empfehlen. Ich glaube, das hört man, glaube ich, auch. Also,
wer irgendwie der Meinung ist, dass der Onkel Chris das verlernt hat. Nein, hat er nicht. Er kann es immer noch. Er kann es immer noch richtig gut. Ja, das ist im Augenblick das, was ich jetzt wirklich aktuell zocke. Das heißt, ihr seid ja also sozusagen wirklich im Augenblick super live da mal. Es ist mal wieder schön, mal ein richtig klassisches Oldschool Jump'n'Run. Und das Grafische auch richtig was hermacht. Wobei, ich bleibe dabei, die Stärke dieses Games ist natürlich sein Soundtrack. Okay, da geht das raus. So, das geht da lang, dann kann man das abräumen. Okay, das war ein neuer Checkpoint, da ist klar. Und dann so rein, dann haben wir das alles abgeräumt, ja. Da ist wahrscheinlich, ne? Genau, klar. Wechseln. Ist auch schön, dass der Hintergrund sich auch gleich komplett ändert. Ist alles putzig animiert, also gibt es überhaupt keine Frage. Ob das in der Qualität so bleibt, kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Aber vielleicht ist das was, wo man mal auch wirklich ein klassisches Let's Play von machen kann oder machen soll. Das könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Das war schon Level 1. Oh, sogar perfekt diesmal. Dafür bin ich natürlich dreimal gestorben, das ist natürlich sehr sinnvoll. Aber immerhin habe ich perfekt. Bringt mir das was? Nö. Egal. Dann. Hey, ich wollte nicht zurück, ich will da rein. So, dann machen wir 1, 2 für euch doch gleich auch noch. Also, warum nicht? Ist ein schönes Game. Hat ein schönes Flair. Und wirklich einen Soundtrack, den man hören muss. Ah! Na? Wer kennt die Musik noch? Ach, schön. Was macht denn S? Ach, S ist so eine Art Spin-Jump, okay. Aha, den kann ich aber jetzt nicht wahnsinnig höher. Okay. Bin ich wahrscheinlich... Ah, so geht das. Kann man also doch. Kann ich den eigentlich in der normalen Welt auch besiegen? Ja. Ich find's raus. Ah, schöner Soundtrack. Die Nintendo DS-Version, wer nur die kennt, die ist auch gar nicht schlecht, was den Soundtrack angeht. Die ist auch von Onkel Chris. Na komm. Und weg. Ja, hätte ich eigentlich auch Spin-Jumpen können, aber ich halte mich ja für pfiffig. Das müsste doch der Trick sein, ne? Ja, das ist er auch. Ach, wir machen das gleich nochmal. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, damit seht ihr auch, dass es wirklich noch nicht gemacht worden. Ich glaube, so wie ich mich anstelle, könnt ihr mir das auch glauben. So, haben wir. So, was macht denn D? D ist Dash oder was? Okay. Okay, boah, jetzt nenne ich aber hier alles Mögliche. Wahrscheinlich kann ich hier hochdashen, ne? Ja, genau. Okay. Ja, genau, die kann ich kaputt machen, das ist klar. Das sind die guten alten Jenna Sisters Kisten. Vorne sagt ja, die gab es von Mario auch schon. Ah, wat. Zack. Die Mauer muss weg und du auch. So. Okay, das ist schon immer selbsterklärend. Da ist es wieder. Videospiele und Schwimmen. Wobei es hier ja eine Möglichkeit gibt, das weiß ich ja. Das hat mir ja schon einer geschrieben.
Ja, es war doof. Ja, komm. Geh nach oben. Und wieder runter. So, erstmal alles kaputt machen. So, ich weiß nicht, ob das irgendwie was bringt, aber vielleicht spiele ich dann, keine Ahnung, Achievement Minecraft-Saboteur frei oder so. So, komm, das räumen wir noch ab. So, wer jetzt die Tetris-Figur erkannt hat, der ist gut. So. Ein bisschen was von Schlumpfhausen, wenn ich mal kritisch sein darf, ne? So. Okay, Checkpoint. So, dann komme ich ganz normal nach oben hin und weiter abräumen. Genau, immer schön dashen. Das wird mein neuer Lieblingsmove. Aber nach unten kann man nicht, ne? Also ich könnte aber nach oben springen. Naja, gut. Zack. Genau, wir können ja nochmal runter. Dann geht's auch nochmal weiter. So, da geht's sowieso weiter. Immer schön alles einsammeln. So, haben wir da oben noch was? Natürlich. Ja, ich fange euch trotzdem ein. So, was haben wir? Zack. Tschüss. Den holen wir uns auch noch. So, runter können wir ja nicht, ne? Gut, dann müssen wir so den Weg finden. Zack. Hahaha. Ich habe ein neues Spielzeug. Ja gut, das war doof. Aber trotzdem gut gezeichnet. Schönes Level-Design. Ein bisschen zu oldschool dem einen oder anderen vielleicht, aber... Mein Gott. Halt, Kiste! Und einmal... wie kommen wir denn da hin? Ganz nach oben? So. Das war bestimmt nicht gut. Ich dachte das. Wahrscheinlich kann man irgendwie noch kombinieren. So. Achso, da kann man wahrscheinlich hoch, ne? Oder? Was ist das? Tja. So, da können wir schon mal hoch. Da können wir soweit nicht dashen. Ja, vielleicht Kombi? Nee. Da ist schon Exit wahrscheinlich. Das nicht? Ne, das muss aus einer höheren Position sein. Das geht nicht in der Luft, ja? Da kann ich nicht wechseln. Das geht nur so. Kommt man denn da hin? Sinnvoll. Ihr merkt, ich bin Perfektionist.
Natürlich. Warum denn so schwierig? Springen und dann dashen. Oh, da haben wir sogar 50 vergessen. Und 3 Tode. Ja, ja, ist klar. Komm. Und auch gar nicht perfekt. Sollen wir den Kristallteich noch machen? Ach, wisst ihr, ihr könnt ja entscheiden, ob man da mehr von zeigen soll, zeigen muss. Ich kann es ja mal zeigen, wie lang das Ding ist. Es gibt dann auch, glaube ich, noch 2 Special Level. Auf jeden Fall habe ich das gesehen mit Halloween und Weihnachten. Also 3,9. Ja, da ist noch ein bisschen was zu finden. Ah, das ist das Rating 4, 5. Genau, und da gibt es irgendwie diese komischen Kristalle, die man alle finden muss. Wahrscheinlich muss man die auch finden, um wieder irgendwas Zusätzliches freizuspielen. Wir kennen das ja. Gut, das ist Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich werde auch vielleicht nochmal die Nintendo DS-Version mal zeigen. Die ist auch ganz putzig. Die C64 und Amiga-Version sollte man kennen, aber vielleicht packe ich die auch nochmal aus. Vielleicht mache ich davon auch nochmal ein Let's Play. Könnt ihr mal entscheiden, ob man davon mehr von macht. Mal sehen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und wenn ihr Spaß hattet, ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach, Chris, du bist der Größte. Tschüss.